Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zurück. So, wir wollten uns darum kümmern, dass das letzte Stück hier noch grün wird, dass wir ein wenig Sandstein farmen und so weiter. Das heißt, wir brauchen erstmal eine neue Hacke. Wir haben ja Gott sei Dank noch ein paar Diamanten. So, okay. Dann will ich mal eben schnell schauen, wie viele Coins wir denn nun brauchen für 200. Das sind auf jeden Fall 3 Stacks. Das ist ja schon mal 3 Stacks und 8. Ich hatte das schon mal ausgerechnet, aber wieder vergessen. So, dann bringen wir die 8 Coins, würde ich sagen, schon mal in die Kiste. Dann haben wir die nämlich schon, ne? Mal gucken, ob wir das schaffen. Hallo Kaninchen. Du bist doch ein Baby, oder? Und guckt mal hier alles voll mit Kaninchen wieder. Ja, ja. So, 3 Stacks und 8. Genau. So machen wir das. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch hier an mit rausbuddeln, oder? Ich lasse nur das am Wasser stehen erstmal, damit uns das da nicht alles zuläuft und so. Ja, hier ist natürlich, ja, mit den Hecken ist ja klar, dass da auch das Wasser rausläuft, aber es macht erstmal nichts. Ich will nur die Seeabgrenzung lassen, damit wir da auch wissen, wo muss da die Erde hin. So. Das geht mit der Diamanthacke doch eigentlich relativ schnell. Ich meine, ist natürlich nichts im Vergleich zu der mit Effizienz drauf. Aber es ist Gott sei Dank auch nicht so lahm wie mit einer Eisenhacke. Also ich finde, den See sollten wir nachts vielleicht doch ein bisschen beleuchten. Also den See an sich nicht, aber so umzu, oder? Es ist doch sehr, sehr dunkel hier. Also da vielleicht so ein bisschen, also wirklich nur ganz bisschen, nicht zu viel. Denn das möchte ich eigentlich gar nicht. Das lassen wir. So. Hier könnte man auch nochmal Licht lassen. So. Vielleicht können wir das später nochmal schöner machen und Closedown oder so irgendwo reinpacken. Aber ich finde, im Moment reicht da einfach eine Fackel aus. Okay. So. Und dann können wir hier das auch wegbuddeln. Auch hier kann eine Fackel hin, finde ich. Die Frage ist nur, wohin? Hier? Ja. Ja, hier hinter einen Wasserfall könnte man dann ja auch einen Closedown oder sowas hinsetzen, ne? Also, da müssen wir dann mal schauen. Das können wir dann mal machen. So, jetzt erstmal das hier noch weg. Da müssen wir nur uns merken, auf den Sandsteinerde drauf zu packen, dass das also quasi unsere Markierung ist hier. Und das, genau, das machen wir tiefer. Ah, ich komme da nicht weg. So. Wie viel haben wir denn schon? Also 2 Erde kriegen wir schon mal fast. Und das da wegmachen. Hier hinten können wir eigentlich auch nochmal eine Fackel lassen. Es ist schon noch einiges an Erde, einige Stacks Erde, die hier noch reingehen. Ich würde die ganz gerne da reinstellen. Ja, das ist gut so. Wenn man die Hacke sieht, ne, wie man da die Steine wegmacht, da ist man dann unten in der Mine tatsächlich super schnell und hat eigentlich diese 2 Dinger, also die 2, ja, hat man schnell abgetragen, die 2 Ebenen, so, das ist das richtige Wort. Die sind also eigentlich wirklich relativ schnell weg und, ja. Das ist halt nur das Problem, dass die Hacke so schnell kaputt geht. So würde ich das jetzt hier machen. Genau, da Erde rein, ja. Okay. Und das ist alles weggebuddelt.
Achso, hier können wir den Zaun ja eigentlich auch gleich mit wegmachen, ne? Der brauche ich ja jetzt hier nicht. Bleiben, nehmen wir alles gleich weg. Hier muss auch noch eine Fackel irgendwo hin. Oh je. Ne, da nicht, da ist es zu sichtbar. Hier vielleicht? Ja. Okay. So, dann nehmen wir erstmal jetzt hier die untere Ebene weg. So, und da packen wir noch eine Fackel rein. Und da ist das hier, denke ich, auch hell genug. So. Hier kommt jetzt gleich wieder Wasser. Das lassen wir. Okay. Dann da hinten wieder hoch. Den Zaun wegmachen. Und hier noch den restlichen Sandstein raus. Und dann haben wir eigentlich ja schon fast alles fertig bis hinten bei den Tieren. Aber das ist jetzt nicht so viel. Das muss man jetzt nicht unbedingt mitmachen. Das können wir dann später ausheben, wenn wir da die Erde für haben. So, Zaun weg. Ach so, aber den Zaun um unser Bodyguard und auch da den Sandstein lassen wir erstmal. So. Ja, verdammt. Du bleibst da noch drinne. Okay. Okay. Noch darfst du da nicht raus. Bald. Bald hast du es geschafft. Dann darfst du da raus. Okay, das haben wir. Jo, das hier nehmen wir auch weg. Ne? Das passt. Und dann machen wir hier noch das Stückchen. Huch. Das bleibt da. So. Das hier, ne? Okay. Jetzt habe ich da wieder in den Boden reingehauen. Jetzt muss ich hier gucken, dass ich unter die Barriers komme. Ja. Das ging doch gut. So, wo sind die ganzen Blöcke hin? Wahrscheinlich hier ins Eck. Und dann raus hier. So. Und dann gucken wir mal, was wir noch an Coins zusammenkriegen. Ach, guck mal, das hier. Ah, da müssen wir das wegmachen. Und ja, das machen wir dann später. So. Was kriegen wir denn an Erde? 1, 2, 3. 3 Erdblöcke. Juhu. Das hat sich ja gelohnt. So. Dann schauen wir hier mal. Die nehmen wir mal in die Hand. Und dann räumen wir mal die Öfen aus. Da ist überall Stein drinne. Eisen. Da, guck mal. Für 48 kriegt man nämlich 2 Coins. Und wir haben ja nun schon 48 zusammen. So. Und da kriegt man 2 Coins für. Das ist doch schon mal okay. Kohle. Ja, die Kohle behalten wir aber erstmal. Das Eisen können wir auch hier lassen. Und dann können wir nochmal runtergehen und schauen. Da haben wir 37 Coins, haben wir hier noch. Da ist nichts zum Abgeben. Nö. Nö, nö, nö. Da auch nicht. Okay, und da haben wir auch nichts zum Abgeben. Da können wir nichts abgeben. Gut. Dann gehen wir ganz unten nochmal schauen, was wir da noch so an Sandstein haben. Ich glaube, dass das tatsächlich nicht viel ist. Nee. 1, 2, 3, 4. 4 Sandstein kriegen wir bis jetzt nur. Das ist nicht viel. So, wir können da unten ja mal einen Augenblick noch buddeln. Das
Ding ist nur, wo ist denn jetzt meine... Ach so, meine gute Hacke, klar, die habe ich in der Hand. Ich denke gerade, um Gottes Willen, ja nicht verlieren. Dann kann ich euch mal eben zeigen, wie die Hacke so funktioniert. Also, was ich meine. Also, die ist wirklich, die ist genial. Mal kurz hier das weghauen. So. Ein bisschen repariert hatte ich sie vorhin noch. Ah, die muss man so mal so ein bisschen Auge behalten, dass sie ja nicht kaputt geht. Also, ne? So geht das dann hier. Und dann gehe ich da durch und dann schaffe ich zwei Ebenen und dann ist die Hacke hinüber. Ja, und wir müssen jetzt hier auch gehörig aufpassen, dass die nicht kaputt geht. Huch. Und das ist dann natürlich mit einer normalen Diamanthacke gleich wieder was ganz anderes. Da braucht man dann Stunden, um das hier auszuheben. Deswegen versuche ich immer, so gut es geht, die zu reparieren und angel dann auch stundenlang irgendwie, damit ich die EPs bekomme, damit ich die Hacke reparieren kann. Selbst wenn es eben nur für so eine halbe Ebene ist. Das lohnt sich dann schon. So. Wollen wir doch mal schauen, dass wir noch ein bisschen was für Erde zusammenbekommen. Wobei wir ja auch die Coins, die wir jetzt haben, die... Ach komm, wir machen noch einen Augenblick. Die Coins, die wir haben, die 36 oder so, die wir jetzt da oben zur Seite gelegt haben, die könnten wir ja eigentlich auch erstmal in Erde investieren, dass wir das hier alles fertig kriegen. Und dann später Coins farmen. Aber ich glaube, dass es dann doch besser wäre, die Coins zu sparen fürs nächste Gebiet und Erde so zusammenzufarmen. Es ist ganz schön dunkel hier. Dunkel, dunkel, dunkel. Und meine Fackeln, die hängen schon ein ganzes Stück weiter oben wieder hoch. Das war die falsche Hacke. So, ja. Guck mal eben. So, das Deck machen wir noch voll. Hier ist auch wieder alles stockduster. Beim Kugel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, den Stack noch voll. Dann haben wir 7 Erde. Das ist ja schon mal was. Oh, ein bisschen noch. So, müssten wir voll haben. Ja, dann gehen wir nach oben. So, gucken nochmal, was wir hier noch an Sandstein haben. Eins. So, das passt nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Erde, zwei Glowstone, genau. Nein, ich meine natürlich zwei Coins. Blödsinn. So, dann können wir hier abernten. Das gibt auch immer noch mal ein paar Coins. So. Also das, was am langsamsten wächst, ist momentan das Getreide. Ist schon recht langsam. So. Ich habe schon überlegt, also ich heb da unten ja einen riesen Teil aus. Und ich weiß nicht, irgendjemand hatte mal gefragt, was ich denn vorhätte, da reinzumachen. Also es sollte ja eigentlich nur eine Sandsteinmine sein. Aber ich habe mir jetzt gerade gedacht, man könnte da ja vielleicht auch eine Kakteenfarm reinbauen, oder? Man könnte ja vielleicht das Ganze, also unsere Kakteenfarm, so ein bisschen erweitern. Und dass wir da einfach... ja, das mit reinmachen. Das wäre ja eigentlich passend, oder? Mal eben schnell schauen, ob man das umsetzen könnte. Ja, wenn wir uns hier einen Weg lang machen.
Könnte man da vielleicht eine reinpacken? Ein Riesending, das wäre natürlich. Das wäre optimal. Das wäre total cool. Dann könnten wir nämlich ordentlich Coins farmen. Müsste man mal schauen, ob man dann tatsächlich sich hier mal lang baut an der Seite. Und die so ein bisschen, also dann nach unten natürlich hinbaut. Und die dann auch mit einer Wand vielleicht dann einfach auch zumacht oder offen lässt. Muss man schauen. Schön muss es ja nicht sein, ne? Es muss ja nur funktional sein und nicht schön. Das wäre natürlich ein Riesending, ne? Das wäre schon Hammer. Mal gucken, ob wir das umgesetzt kriegen. Ich will. Ja, verdammt! Warum habe ich immer solche Ideen? Toll, jetzt muss ich gleich erstmal gucken, ob das überhaupt geht. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal schnell eintauschen. Ich glaube, dass das jetzt erstmal wichtiger ist, dass wir hier die Coins kriegen. So, dann gehen wir mal eben schnell eintauschen. Die Taschen leer kriegen. Und dann gucken wir mal danach. Also, ich meine, Riesenkakteenfarm wäre doch auch was. Weil die wir da hinten haben, die ist einfach zu winzig. Vielleicht könnte man die rückbauen, dass man die einfach abbaut. Wenn es dann soweit ist, ne? Wenn die andere dann in Betrieb genommen ist, dass man die einfach abbaut. Und dass man dort eventuell nochmal Dings hin macht. Na, Kartoffeln und Karotten. Die eine Seite Kartoffeln, die andere Seite Karotten. Dass man die Farm auch noch hat. Ich will zwar auch überirdisch auch ein paar Felder anlegen, aber die sollen eigentlich mehr oder weniger nur Deko sein. Da weiß ich nicht, ob wir die auch abernten. Letztendlich, umso mehr wir ne, zum Ernten haben, umso mehr Coins haben wir natürlich auch. Was ja so absolut nicht verkehrt ist, ne? Also, wir haben 7 Erde, wir haben 11 Coins. Ich will jetzt mal eben schnell Stein holen. Stein haben wir ja nun auch. Also, das ist ja mehr wie genug, ne? Nochmal eben schnell hier gucken. Ja, wir haben die also auf Dings gesetzt. Da ist mein Stein zwischen, genau. Ich würde das ein bisschen anders machen. Ja, also guck mal, wenn wir hier Karotten und da Kartoffeln machen, dann haben wir auch erstmal genug, oder? Das tun wir rückbauen hier alles, dann machen wir das anders. Oder wir nehmen die hier, so wie sie ist, und buddeln uns weiter nach unten. Dass wir die vorhandene einfach schon einfach erweitern. Und gar nicht da hinten rein in den großen Krater so viel machen. Dass wir den tatsächlich erstmal lassen. Oh, jetzt ist das echt viel Überlegung. Das geht aber auch gar nicht mit der Kakteenfarm da oben. Das geht ja gar nicht. Wir kommen ja hier runter. Das funktioniert nicht. Also, die muss hier unten rein. So, dann hat sich das Gegrübel hat sich also schon erledigt. Dann nehmen wir Stein. Ich würde sagen, wir nehmen als Boden auch wieder Ziegelstein. Ich würde gucken, dass wir eben immer einen Dreierweg haben auf jeder Ebene, damit wir uns da auch bewegen können. Vernünftig. Ne? Ja, ich denke, das wird letztendlich das Beste sein. So, wir nehmen mal mit. Gott sei Dank haben wir genug Steinzeugs. Das ist ja. So. Ich kann mal die kaputte Hacke mal eben hier lagern. Nicht, dass mir da irgendwas passiert und ich die aus Versehen kaputt mache. Das wäre schon mega ärgerlich. So. Genau. Ja, würde ich auf dieser Ebene machen. Das nur hier eins freilassen, damit ich dann noch ganz nach unten komme im Moment. So, eine dreierbreite Weg. Huch. Ja. Jetzt ist nur die Frage, brauchen wir überhaupt einen Weg für
für die Kakteen. Oder können wir die einfach jetzt da reinhängen und wir lassen den Weg. Müssen wir ja nicht, ne? Also hier so ums Eck finde ich gut. Dann könnte man hier in die Richtung einfach einen Dreier machen. Man muss ja auch noch nach unten kommen, dann zum Einsammeln. Das würde ich aber tatsächlich über Leitern regeln. Und vielleicht, so wie ich das momentan auch mache, über die Homes. Dass man halt schnell wieder nach oben kommt oder so. Ja. Genau. Beim Schauen hier, wie weit wir kommen, ich würde die relativ gerade machen wollen und dann auch vielleicht noch eine Wand ziehen oder so. Müssen wir gucken. Also zumindest so, dass es dann für das, was man sieht, halt gut aussieht, ne? Was dann umzu ist, ist mir eigentlich egal. So. Genau, dass man hier halt irgendwie eine Sandsteinmauer nochmal zieht. Ja, hier könnte man dann den, dass man runtergeht, das könnte man ja da vorne behalten. Hier vielleicht ein kleines Lager machen oder so. Obwohl wir das ja unten einsammeln, dann bräuchte man hier oben ja eigentlich gar kein Lager, ne? Aber ich würde gerne jede Ebene betretbar machen. Einfach, natürlich jetzt am Anfang, wenn wir das bauen, dass wir halt überall bequem hinkommen und auch später, dass man eben dass die Wartungsarbeiten dann eben auch okay sind. Ja, dann könnte man jetzt hier halt die Kakteen hinmachen. Wir brauchen ja nicht, also zum Weg lassen wir zwei Abstand. Oder nur ein. Nö, zwei. Nee, ein, ne? Einer ist okay. Wir brauchen hier ja jetzt eigentlich nur Stein hinmachen. Sand, Kaktus, Stein. Ja, passt perfekt. Ja. Aber dann nehmen wir Kobbel für. Würde ich vorschlagen. Habe ich hier Kobbel? Ja, wir haben Kobbel. Denn oben haben wir ja zwar Sandstein gemacht gehabt, aber Sandstein ist ja nun auch so überhaupt nicht das Wahre, ne? Oh, verdammt. Jetzt wird's gefährlich. Da fliege ich doch am laufenden Band runter. Ja, ist so. Wir ziehen das erstmal durch. Wir hauen die dann wieder ab. Ich meine, das ist letztendlich nur Kobbel. Ich will hier mal ein bisschen Licht machen. So. Das ist aber auch eine Höhe, ey. Aber dann lohnt sich wenigstens das Ausgebuddel hier. Ne? Das hat das wenigstens einen Sinn, dass ich hier so viel rumbuddel. So. Und dann schauen wir jetzt mal, dass wir das hier wieder abmachen. Die paar. Oh, die fallen natürlich runter. Egal, dann gehen wir gleich nach unten und sammeln die wieder ein. Ja, nein, Sand müssen wir natürlich kaufen. Aber das, denke ich, ist nicht das Problem. Sand ist wirklich kein Problem. Ah, hier müssten wir dann noch eins weiter, ne? Das passt so nicht ganz. Nee, dann machen wir das hier weg. Genau. So, dann passt das. Wie viel haben wir jetzt hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. In die Richtung werden das bestimmt auch noch mal ein paar. Also das könnte sich schon so richtig lohnen. So, jetzt gehen wir erstmal nach unten, sammeln den bisschen Kobbel da ein. Und dann ist auch der Part schon wieder zu Ende. Jui, au. So langsam tut es weh, da runter zu fallen. So, okay. Da noch ein bisschen und das da. So, dann gehen wir wieder nach oben. Genau. Und dann würde ich jetzt erstmal den Part beenden. Im nächsten Part, ja, gucken wir dann, dass wir an unserer Kakteenfarm da weiterbauen. Also bis denn. Ciao, ciao.